Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Zeltnisodie. Letzte Vorbereitung vor dem Blutmond. Der Blutmond startet vorweg zum Livestream. Heute wird noch die Festung ausgebaut und also ausgebessert Prinzip. Bis Blutmond beginnt ja um 22 Uhr und ich versuche mal heute die Folge so lange wie möglich zu machen, um pünktlich zum Blutmond hier starten zu können. Dazu muss ich mir hier noch einiges reparieren. Die Gitter müssen noch erneuert werden und die Eisenspeaks hier. Da muss ich noch Eisen holen. Wir vergessen. Dann gleich mal aufwerten. Und reparieren. Da wird schon wieder besser. So, Gitter. Das ist mein Gürtel, ne? Ein Gürtel bekam zwei Slots mehr. Nach dem letzten Update auf 19.1 B8. Das ist experimentell. Muss man sich separat anklicken, dann kann man das entsprechend runterladen. So, aber nur dazu. Wir müssen hier das so weit absichern. Ich habe letztes Mal gemerkt, die sind hier irgendwie raufgesprungen. Ich meine, klar, von da und darauf. Dann haben natürlich wieder das Leichte genommen, ne? Was natürlich typisch ist. Die Zombies, die wissen genau, wo die Schwachstelle ist. Und da gehen sie auch hin. Die sollen ja eigentlich im Haus von vorne reingehen. So habe ich das mal gedacht. Ja, das machen die aber nicht. Die gehen einfach woanders rein. Beziehungsweise versuchen das. Und das sollen die nicht, ne? Nun habe ich da schon einen Balkon gebaut, dass ich da rausgehen kann und die hier schon ein bisschen zu begrüßen kann, ne? Also die Variante habe ich auch schon probiert, also jetzt also gebaut. Ich muss da nur noch Holzgitter einbauen, was ich das noch schaffe. Versucht euch jedenfalls. Weil die Zeit, die läuft doch verdammt schnell. Zum nächsten Blutmond denke ich mal auf meine neuere das tat ja weh. Meine neue, dann fertig. Das tat wieder weh. Wieder richtig. Oh. Aber heute Abend wird auch gut gegessen. Oder erst noch vorher noch, bevor man losgeht. Schön. Aber schön. Braten fertig gemacht, ne, mit kochtes Wasser, ne. Man bekommt im Prinzip, das ist ja, da muss ich überlegen. Da werde ich beim nächsten Mal, wenn ich noch hier bin, da was machen müssen. Es wird schon kommen, dass wir das wieder als Schwachstelle sehen. Weit weg. Weil die Zeit, die geht doch ziemlich schnell dahin, ne? Man, das täuscht gewaltig, also. So. Hier muss ich auch nach oben. Hier ist so ein dusseliger Eisendings da. Das ist verkehrt. Das sind die Eisen. Der blockiert mir dass ich da aufwerten kann. Beziehungsweise einsetzen kann. Da gleich mal reparieren. Hier kommen wir nicht durch. Der Turm ist gut. Naja. Aber das. Bis heute kam noch kein Zombie. Das wundert mich gewaltig. Normalerweise hier haben sie auch probiert. Hat nicht so am Tage. Ich spiele schon eine Weile.
Also da normalerweise müssten sie längst ein paar aufkreuzen hier, ne, und stören. Hier sind sie auch und wollten da schon mal stören. Da sieht man hier auch dann den Schäden an der oberen Ecke, am Dach. Aber ein Dach können sie ruhig rein, das macht nichts, dann fallen sie halt in den Bereich, wo ich jetzt schon im Prinzip Überraschung aufgestellt habe. Da ist wieder Eisen. Ja, so ein Gebäude, was fertig ist, ist halbwegs schon gebaut. Ist nicht alles perfekt, ne? Aber so eine Scheune ist. Oh, 2 Punkte. Also eine Scheune ist eigentlich perfekt, weil die hat 3 Etagen. Also eigentlich 2. Von der Höhe aber eigentlich 3. Und man ist in der zweiten Etage relativ sicher. Sollte man sich auch anfangs auch überlegen, mal zu machen, ob man sich sicher fühlt oder nicht. So, da holen wir rauf. Und dann kann man sich das. So, aber runterfallen darf ich nicht. Das muss hier noch alles entfernt werden. Also hier, ja, 0. Wie gesagt, muss normalerweise mit dafür den Erdbohrer oder Picke, ne? Also leicht daneben schlagen, dann trifft es auch. Ja, da kann auch weg, was das ist. Gut, das ist Beton, da kann bleiben. Muss auch weg. Das dauert zu lange, da muss ich Erdbohrer nehmen. Bestimmt, wenn ich jetzt Kraft mache, sind sie gleich da. Aber. Ist ziemlich laut, ich weiß, aber das muss den Augenblick gehen. Das ist ja nur ein Augenblick. Genau, fertig. Sonst würde ich das mit leiser machen auf mit Regler beim Aufnahmeprogramm. Das kann man ja leiser machen. Habt ihr die gehört? Ich habe die schon gehört. Irgendwo ist die jetzt hier. Aber die hat sich schon irgendwo in diese Eisenspikes verfangen. Und dadurch, da jetzt Ruhe ist, wird schon tot sein. Von daher mache ich jetzt keine Sorgen. Früher bin ich mal aufgeschreckt und habe die mir gleich gesucht, ne? Aber das mache ich nicht mehr. Die kommen zu mir. Das mache ich nur deswegen, dass ich da nicht reinfalle. Gut, da kann bleiben. Deswegen hatte ich mal 4 Beton gemacht, um im Falle des Falles gleich das bauen zu können, ne? Gleich wieder aufnehmen. Manchmal höre ich Gespenster. Aber Zombies werden durch Lärm angelockt. Das hatte ich häufig schon mal gehabt, nachts vor allen Dingen, wenn ich im Bergbau tätig war, ne, unterirdisch. Und was kam mir dann entgegen? Die Schreierin. Beziehungsweise ich muss die Arbeit abbrechen und mal kurz ein paar erschießen. Später will ich ein bisschen was bauen. Automatisch vor allen Dingen. Ich will eigentlich mit Strom arbeiten. Strom mögen sie nicht.
Gut, wer mag das schon, ne? Ich muss irgendwie rankommen. Die Dinger sind sowas unbequem, die Picks hier. Das kann mir schon mal das Leben kosten, ne? Wo ich noch nicht dran gestorben bin. Aber man weiß ja nie. Einmal das erste Mal, ne? Dahinter habe ich nicht gelöst, ah, egal. Ich hätte erst die innere Macht. Oh, 18 Uhr Zeit, 10. Aber gut, ohne keine Bar. Shit. Ich bin mittendrin in so ein Ding. Also, das war ich nicht. Ich komme da nicht hoch. Da muss ich mir mal kurz. Ah, das ist ungünstig. Was soll ich tun, ne? das war so nicht geplant, ne? Eins. Steht da vor. So, dann mal gleich mal gucken. Oh, das war nicht gut. Halb tot. Gut. Eisen ist alle. Dann müssen wir vorwegnehmen. So, okay, das wäre erledigt. 19 Uhr. 3 Stunden fehlen noch. Also, das würde ich noch ungefähr hinziehen. Also, das heißt hinziehen. Also ausfüllen die Zeit, ne? Dass wir zum Blutmond anfangen können. Die Dinge noch auffrischen hier, aufwerten. Aufwerten weniger, aber was fehlt, aufstellen. Dann würde ich da ansprechen. Das sind auch die Dinge, die ich dann morgen oder übermorgen gleich wieder herstellen werde. Weil das dauert eine Weile. Deswegen habe ich ja 3 Werkbänke, die da entsprechend das machen können. Ne? Da muss ich auch wegräumen. So, mal ganz kurz die anderen Dinge. Das sind so eine Punkte, wo die mit der für Eisen angreifen werden, ne? Ich muss das nächste Mal gleich mal, aber das nächste Mal würde ich ja eigentlich schon drüben sein, ne? In 7 Tagen müsste ich alle Ding fertig kriegen normalerweise. Da war das Problem, dass hier hinter der Raum ist mit den Schussgeräten, mit Bolzen. Die Bolzen habe ich da, muss ich noch auffüllen. Und die sollen ja eigentlich immer feuern. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie da reinkommen, ist das vorbei. Ne? Weil dann bin ich am Arsch. Auch so eine Schwachstelle jetzt im Prinzip, wo sie jetzt gefunden haben, wo sie sagen, okay, da können wir dich jetzt entsprechend den gewissen aufreißen, ne? Und das will ich gar nicht. Möchte eigentlich die Blutmondnacht lebend überleben. So, 20 Uhr fast. Aber wir haben es meist schon geschafft, das ist schon mal ganz wichtig. Grund ist egal, wie rum, das optisch gesehen ist besser, wenn es so rumkommt. Da ein paar Dinger gebaut. Denn die stehen an der Wand und kloppen gegen, ne? Muss ich das vorstellen. Und ich kann da, hier kann ich gar nichts machen, ne? Also hier bin ich ja wie oben vom Dach vielleicht, ne? Also
äußerst riskant immer, ne? Im Blutmondnacht runterfallen, wo die Zombies in Massen auftauchen. Na, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, tödlich. Den Mais muss ich wegnehmen, das stört. Vielleicht und übernächsten Mal oder auch die brauchen sie nicht mehr, ne? Und da ist der Zaun, da geht's nicht. Ich hatte überall paar Dinge zu stehen gehabt. Und das ist so ein Schwachpunkt hier vorne. Gut, okay. Uhr, wie voll ist jetzt? Oh, 60 Minuten, na gut, okay. Das ist okay. Also morgen ist Blutmond. Das fangen wir heute nicht mehr an. 22 Uhr, also 2 geht los und ich werde, sagen wir so ganz pauschal, die Folge halt ein bisschen kürzer machen, ne? Denn was soll's, ne? Bringt ja nichts, wenn wir jetzt anfangen und halbe, also gegen 9:30 muss Schluss sein. So, hier ist auch schon halbwegs zu. Wie gesagt, hier ist nicht ganz so tragisch. Denn wenn sie hier reingehen, begrüße ich sie mit meinem Gewehr. Aber hier möchte ich sie nicht so gerne haben. Also ich habe noch ein paar Dinge. Essen wollte ich noch. Getränke habe ich genug, das ist nicht das Problem. Ja, das ist es. Hunger. Okay, das wäre alles. So, das wäre zu. Kurz reingehen. Ich staune so, dass es keine Ruhe ist. Und dann werden wir gleich ein Paket in der Nähe. Okay. Tue mich jetzt aber nicht mehr. So, hier hoch. So. Ah, hier machen wir zu. Ich habe hier zwei Türen. Normalerweise muss ich hier auch noch eine Tür verstärken. Also die umändern und auf der anderen, aber jetzt schaffe ich das nicht mehr. So, Gewehr. Hier ist deswegen so, falls ich hochgehen könnte, dass ich sie erschießen kann. Ne? Da Dinge stören. Die Dinge ist aufgeladen. Das auch. Ganz kurz hier unten aufladen. Extra abgesichert, ne? Falls doch mal hier eindringen sollten, dass ich sie oben erschießen kann, ne? Hier habe ich ein paar Dinge drin. Das ist die voll. Na, nicht voll. Ist voll. War den hier an. Munition. Das Ding funktioniert eigentlich perfekt. Ich habe extra hier zwei Schalter, extra für die und das Lichtschalter, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen, schönen Dank fürs Liken, Kommentieren, immer reinschreiben, Wünsche und andere Dinge halt, die man so möchte. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, wir sehen uns dann in einer guten halben Stunde zum Blutmond am Freitag um 22 Uhr. Pünktlich, die Maurer, ne? Tschüss, ciao, bis dann und bis gleich. Tschüss.